Nachdem wir im A320 ACJ waren, gehen wir in den Airbus A220-300 von AirBaltic. Eine Besonderheit bei AirBaltic ist, dass der CEO selber fliegt. Er ist selber hergeflogen. Alisa, you arrived 2 days ago with your CEO flying? Yes, Friday, direct flight from Riga to Dubai. How was it? Wonderful, wonderful aircraft. So please join to visit our aircraft. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen, dann gehen wir direkt rein in die gute Stube. Wir sind hier an Bord eines Airbus A220 mit dem CEO und President Martin Gauss von AirBaltic. Er hat uns eingeladen, das Flugzeug zu besichtigen. Ich bin schon oft an Bord gewesen, von Tallinn aus. Ist ja fast der Heimatcarrier in Tallinn, ne? Wir sind ein Heimatcarrier. Wir haben den höchsten Marktanteil in Estland auch, nicht nur in Riga. Und sind damit die Nummer 1 dort und sehen uns als der Homecarrier, auch wenn wir es technisch nicht sind, in Estland auch, ja. Ja, das ist halt so ein Schmerzpunkt für die Esten, dass eine Fluggesellschaft aus einem Nachbarland quasi der Monopolist fast ist, weil es gibt ja kaum Fluggesellschaften aus dem baltischen Raum, die wirklich am Markt so dominant sind. Und AirBaltic ist dominant. Wir kennen sie vielleicht von früher mit ihren ATRs, mit den 737er. Ich bin auch schon mal mit der 737-500, die vorher bei der Air Berlin war, glaube ich, und bei der deutschen BA geflogen. Und ja, ihr seid jetzt eine reine A220-Flotte. Warum? Wir haben 737 gehabt davor, haben dann 2012 entschieden, wir wechseln den 737 auf den Airbus A220, haben dann 2016 das erste Flugzeug bekommen und haben dann sehr schnell festgestellt, dass das Flugzeug ökonomisch so viel besser ist, dass wir dann die Rechnung gemacht haben, auch die Turboprop-Flotte, die wir noch hatten, auszutauschen. Und als Covid kam, als die Pandemie kam, haben wir dann entschieden, vorher schon die Turboprop-Flotte an den Boden zu stellen und nur noch ab Airbus A220 zu fliegen. Und sind jetzt weltgrößter Operator von dem Modell, von dem A220-300 mit 32 Flugzeugen, bekommen die nächsten 8 jetzt nächstes Jahr und dann nochmal 10, dann ist unsere Festbestellung zu Ende, dann haben wir noch 30 Optionen, das schauen wir dann in 2024, was wir damit machen, aber es war klar, dass dieses Flugzeug ökonomisch unschlagbar ist, das ist auch der Grund, warum wir hier auf der Airshow den A220 sehen oder auf den ganzen Airshows in der Welt. Airbus zeigt das Flugzeug, weil es ein Game Changer, so nennen sie es, ist, da es so ökonomisch ist, weil es eine Neukonstruktion ist. Es hat wesentlich weniger Spritverbrauch, damit wesentlich weniger CO2. Und es ist eine Leichtbauweise, die es im Flugzeugbau so vorher nicht gab in der Größe. Die Flügel sind komplett aus Carbon. Flugzeug hat andere Materialien, damit ist es leichter. Und damit nochmal ein Vorteil, was die neue Engine-Technologie angeht, die auf dem Flugzeug ist. Die gleiche Technologie ist jetzt auch auf anderen Flugzeugen, nur dieses ist leichter und damit hat es noch mal mehr Vorteile, wenn es fliegt. Ihr wundert euch, warum der Herr Gauss uns so viel über das Flugzeug erzählen kann. Er ist auch einer der wenigen CEOs, der wirklich aktiv fliegt. Sie sind auch hierher geflogen, ne? Ich bin mit dem Flugzeug geflogen. Unser Chefpilot und unser technischer Pilot haben das Flugzeug hier gelandet. Ich könnte das, ja, aber ich bin CEO und kümmere mich jetzt um die Aufgaben, die ich als CEO habe hier auf der Messe. Und ich kann es aber fliegen. Ich habe eine Lizenz für das Flugzeug. Das kommt aus meiner Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten. Da war ich Pilot und über die Jahre habe ich immer versucht, die Lizenz zu erhalten. Als in der Pandemie, wir haben einen eigenen Simulator in Riga, ich lange Zeit da festsaß, habe ich dann gesagt, okay, dann nutze ich ein Jahr und mache meine Umschulung auf das Flugzeugmuster, habe das gemacht und bin jetzt auch ab und zu im Cockpit und fliege das Flugzeug. Aber mein Hauptjob ist CEO und die Airline zu leiten. Gibt es dann, wie muss ich mir das vorstellen als Passagier, wenn Sie jetzt sagen als CEO, ich muss fliegen, weil Sie müssen eine gewisse Flugstundenanzahl haben, um current zu bleiben, sind Sie dann ganz normal in der Flottenplanung drin und die wissen halt, wie viele Stunden Sie haben müssen und Sie planen Sie ein oder sagen Sie, ich will dann und dann vielleicht die Strecke fliegen? Man hält Rücksprache, weil ich sehr viele andere Termine habe. Aber wenn ich zum Fliegen eingeteilt bin, gilt für mich genau das Gleiche wie für alle anderen mit dem Check-in. Ich muss alles das machen, was ein normaler Pilot auch macht. Und der Flug wird zugeteilt. Allerdings stellt man Rückfrage, ob an dem Tag dieser Flug möglich ist. Und in der Regel fliege ich kurze Strecken, damit ich wieder zurück bin im Büro. Also das muss man sich so vorstellen. Ich check ein idealerweise am Morgen und habe dann eine Strecke, die vielleicht
Bereich eine Stunde, eineinhalb Stunden ist, fliege wieder zurück und kann dann nach dem Pilotenjob im Büro wieder ganz normal arbeiten. Das richtige Geld verdienen. Werden Sie fürs Fliegen bezahlt? Nein, das ist Teil, als CEO bin ich angestellt und das ist Teil, ich erhalte meine Lizenz, aber wird nicht extra. Also das heißt keine Nightstopper oder sowas, wo Sie übernachten müssen im Hotel oder sowas, das machen Sie gar nicht? Es würde keinen Sinn machen, es dient zum Lizenzerhalt. Es hilft mir sehr, weil wir nur dieses Flugzeug fliegen, hat mir in den Jahren geholfen, ein technisches Wissen auch zu haben, wenn Dinge am Flugzeug sind, wenn Veränderungen da sind, wenn wir die Kabine verändern, wenn wir im Cockpit neue Verfahren haben. Es hilft mir, es zu beurteilen. Es ist nicht notwendig, aber solange ich das halten kann und solange das funktioniert, mache ich das. Sie sagten, Sie haben noch ein paar Optionen offen. Wollen Sie von Airbus auch, dass Sie eine größere Variante eventuell machen von dem A220, damit Sie mehr Passagiere oder vielleicht auch mehr Reichweite bekommen? Oder sagen Sie, nee, wenn wir die Option ziehen, bleiben wir bei den 100er oder bei den 300er Versionen. Wir spielen gar nicht auf diese 500er Version, die eventuell ja kommen soll. Wir hatten 100er, die kürzere Version, damals im Vertrag als Möglichkeit, als Option. Haben die nie gezogen und werden sie auch nicht ziehen, weil wir mit dem 300er glücklich sind. Wir begrüßen es, wenn immer dieses Flugzeug weiterentwickelt wird, in jeder Hinsicht, auch wenn es verlängert würde. Jetzt kommt der Privatjet dazu. Alle Veränderungen an dem Flugzeug können es nur besser machen und insofern werden wir es immer supporten. Ob wir es dann nehmen, ob wir es brauchen, das müssen wir zu der Zeit entscheiden. Aber wir sind ein Supporter, was das Flugzeug angeht. Als im Moment weltgrößter Operator von dem Modell haben wir ein großes Interesse an der Weiterentwicklung, an den Verkaufszahlen und sind auch sehr glücklich, dass Airbus ein AirBaltic-Flugzeug nimmt hier, weil wir dann auch unseren Teil dazu beitragen können, zu zeigen, was das für ein Flugzeug ist. Ich glaube, auch ein Grund für den Erfolg von AirBaltic ist ja diese hybride Form. Das heißt also, dass sie einfach irgendwo ein Low-Cost-Carrier sind, weil es wirklich richtig billige Tickets gibt, aber sie können auch vorne in einer Business-Class sitzen und haben da dann den Komfort eines Legacy-Carriers, die ich selber auch genießen durfte. Ist das Ihrer Meinung nach das Geheimnis, warum AirBaltic so groß geworden ist in den 26 Jahren, seit es existiert? Wir haben schwere Zeiten gehabt in den Jahren. Ja, die Firma ist mal sehr stark gewachsen, war dann fast pleite vor 10 Jahren. Haben sie dann wieder in den Profit geführt, eben mit diesem Konzept dann, mit dem vereinheitlichten Konzept und gehen jetzt wieder nach der Pandemie zurück in den Profit mit dem dann noch einfacheren Rezept. Es ist ein Hybridkonzept, das heißt, ich habe eine Full-Service-Business-Class im vorderen Teil und wo der Mittelsitz frei ist, wo ich ein warmes Essen habe und den Business-Class-Service, den man in Kontinentaleuropa kennt. Und im hinteren Bereich der Kabine habe ich das, was man als Ultra-Low-Cost bezeichnet, sehr günstige Ticketpreise, aber alle Extras werden auch extra bezahlt, so wie der Kunde das wünscht. Wir sind der einzige Carrier in Europa, der das so macht und sicher ist das dann vielleicht auch einer der Erfolgsgaranten für uns, wenn wir vor der Pandemie sehr erfolgreich damit gewesen. Jetzt aus der Pandemie raus sehen wir, da wo es geht, da wo man wieder fliegen kann, dass das Konzept ankommt. Es ist ein Hybridkonzept, das wurde oft hinterfragt, aber unsere Zahlen aus der Vergangenheit zeigen, dass es funktioniert hat. Sie haben ja auch im Gegensatz zu Ryanair ein Loyalitätsprogramm. Ich selber bin ja Mitglied dabei, hatte mal den VIP-Status, Executive-Status gibt es. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass man so etwas an Kosten sich ans Bein bindet. Lohnt sich für Sie ein Loyalitätsprogramm? Und sagen Sie, das ist wichtig auch für einen Hybrid-Carrier? Wir haben für uns, wir sehen es anders, es muss für sich Geld verdienen und das tut's, sonst hätten wir es nicht. Und AirBaltic Club, so heißt es heute, sie sammeln dort auch für ihre Flüge Meilen und sie bekommen auch einen Status, wenn sie viele Flüge machen. Ja? Und das Programm an sich ist keine Kost, sondern das Programm dient der Kundenbindung, ein Kundenbindungsprogramm. Und die Leute, die Punkte sammeln, haben einen Anreiz, das zu tun, weil sie etwas bekommen dafür, für die Punkte, für die Meilen, die man sammelt, was sie wieder verwenden. Und das sorgt dann wieder für mehr Umsätze. Deswegen hat man Kundenbindungsprogramme. Für die AirBaltic selbst ist das ein profitables Geschäft, weil das unsere Kunden dazu bringt, weitere Tickets zu kaufen und in der Zukunft auch mit der AirBaltic zu fliegen. Wie viel Prozent der AirBaltic Mitglieder oder Kunden, die Sie haben in Ihrem Kundenbindungsprogramm, wie viel Prozent Umsatz machen die?
darüber reden wir nicht öffentlich. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Kundenbindungsprogramm, was wir haben. Es ist auf uns getailert. Es ist da, wo wir Codeshare-Partner haben, mit anderen Airlines kompatibel. Das heißt, wir akzeptieren von den anderen Airlines die Programme. Und insofern hilft es uns auch, weil es auch etwas ist, was in der Low-Cost-Welt noch nicht da ist, dass man mit anderen kooperiert. Ein Kundenbindungsprogramm, wenn man ein eigenes hat, ist es auch einfacher, das von der anderen Airline zu akzeptieren. Warum ist die Air Baltic nicht in irgendeiner Allianz drin, wie zum Beispiel Starlines oder bei der Oneworld oder bei SkyTeam? Weil da sind ja so viele Synergien, wenn man das immer hört von der Lufthansa oder von anderen Fluggesellschaften. Das stimmt für die Carrier, die in den Allianzen sind. Die Air Baltic ist ein eher kleiner Carrier, ein Netzwerk-Carrier, der sehr viele Destinationen bedient. Und an den Destinationen haben wir jeweils Codeshare-Partner, das heißt andere Airlines, in Deutschland zum Beispiel die Lufthansa in München, wo wir zusammen mit der Flugnummer das Baltikum bedienen. Da wir das in verschiedenen Allianzen haben, ist es für uns besser, nicht in einer Allianz zu sein, weil damit können wir Oneworld Carrier, SkyTeam und Starlines Carrier bedienen. Und wir haben auch in all den Allianzen Codeshare-Partner. Und der Benefit dann aus der Allianz heraus, der ist mehr, wenn man sich dann in diese Allianz begibt und dann nur in dieser Welt lebt. Aber wir haben so eine starke Anbindung an das Baltikum, wo immer wir der fliegende Teil sind, dass es für uns keinen Sinn macht, in eine Allianz zu gehen. Wir fahren besser mit den 24 Codeshare-Partnern, dass wir quasi deren Passagiere, man bucht das Ticket von München nach Riga auf Lufthansa und fliegt dann mit der Air Baltic, genauso auf einer Strecke, wo wir nicht sind, wenn wir jetzt nach Madrid gehen mit der Iberia und dann fliegt dann ein Stück weiter, dann fliegt die Iberia den Air Baltic-Kunden weiter. Und diese Codeshare-Verbindungen wären dann für uns limitiert in einer Allianz und deswegen haben wir keine Allianz, sondern haben wir Codeshare-Partner. Und dann natürlich eine Frage, die für uns ganz wichtig ist aus Deutschland. Von welchen Flughäfen in Deutschland fliegen Sie ab? Und was wäre eine Destination, wo Sie sagen, wer in Deutschland lebt, mit Air Baltic unbedingt fliegen möchte und muss? Weil ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die jeder machen sollte, weil es wirklich exzellent ist in meinen Augen. Welche Destination sollte man über Riga dann erfliegen aus Deutschland? Wir bieten alle großen Flughäfen an, und zwar alle baltischen Hauptstädte teilweise von den gleichen Flughäfen. Also München fliegen wir, alle baltischen Hauptstädte, Berlin. Wir fliegen von Frankfurt, von Hamburg, von Stuttgart, von Düsseldorf. Also Deutschland ist sehr gut angebunden an das Baltikum. Wenn man aus Deutschland in das Baltikum fliegt, außer Frankfurt, ist es immer die Air Baltic. Also damit hat man das Erlebnis dann von Riga, wo wir einen Hub, also wo man umsteigen kann, operieren, kommt man dann an alle anderen Destinationen und die sind sehr vielfältig. Man kann den ganzen skandinavischen Raum, man kann nach Russland, Moskau, St. Petersburg, man kann aber auch nach Georgien, Kasachstan. Also wir haben ein sehr weites Streckennetz, was wir dann aus Riga heraus verbinden und wir sind so eine klassische Süd-Nord-Ost, Süd-Nordwest-Achse in Riga, wo man umsteigt. Ein kleinerer Flughafen, wo man sehr gut umsteigen kann, sehr kurze Umsteigezeiten und dann eben mit einem anderen, immer das gleiche Flugzeug bei Air Baltic, immer mit dem A220 weiterfliegt. Machen auch viele, deutsche Markt ist sehr stark für uns, aus dem deutschen Markt kommen mehr und mehr Gäste, die ins Baltikum fliegen oder eben im Baltikum umsteigen. Teilweise sind wir die schnellste Verbindung aus zum Beispiel Deutschland heraus nach Baku. Wenn es kein Direktflug ist, ist es immer schneller mit der Air Baltic. Und dann, was sind die neuen Ziele, die Sie anfliegen werden in 2022? Die sind alle veröffentlicht. Das sind nicht viel neue dabei, sondern wir wiederholen dann saisonale Ziele. Aber mehr oder weniger alles, was wir hatten in 2021. Und wenn dann neue dazukommen, kommt das normalerweise im Frühjahr dann, dass wir sagen, diese griechischen Inseln oder diese, meistens sind es Warmwasserziele, die dann dazukommen. Wir werden in Kürze wahrscheinlich eine neue Destination ankündigen, aber das tun wir nie vorher, sondern das tun wir immer dann, wenn es kommt. Wunderbar. Ja, dann danke ich für das Interview. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz erwähnen, Air Baltic macht auch Statusmatch. Das heißt also, wenn man bei einer anderen Fluggesellschaft einen Status hat, kann man einfach an Air Baltic schreiben und die sind sehr, sehr kulant, da den Status dann auch auf einen VIP- oder Executive-Status dann zu matchen. Vielen Dank, Herr Gauss. Danke Ihnen für das Interview. Danke.